Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ich denke, mittlerweile gibt es kaum noch Raum für Spekulationen, welche Legende in Season 14 kommen wird. Aktuell war es noch so ein bisschen unklar. Gestern hat aber Respawn selber auf ihrer Twitter-Seite ein paar Tage, Bücher, Seiten veröffentlicht. Die ersten drei Seiten, die geben noch nicht so viel Raum für Spekulationen. Ich blende nur kurz ein, ich übersetze es hier nicht. Grob geht es um ein Kind, was früh schon auf der Jagd ist, Essen organisiert, für die Familie und so weiter und so fort. Ich blende es, wie gesagt, nur ganz, ganz kurz ein. Auf der offiziellen Apex Legends Twitter-Seite kann man sich das noch ein bisschen genauer angucken. Interessant ist die letzte vierte Seite, die meiner Meinung nach definitiv spekulationslos, würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, klar macht, dass in Season 14 Vantage die neue Legende ist. Und das ist die Seite, von der ich hier spreche. Ich blende jetzt einfach auch mal Vantage hier aus den geleakten Gameplays und so weiter und auch aus dem Lobby-Auswahlbildschirm blende ich ein. Wer das Video zum Gameplay für Vantage nicht kennt, ich blende es nochmal für meinen Drittkanal ein. Dort könnt ihr euch angucken, wie die Fähigkeiten sind. Und es kann eigentlich in Season 14 tatsächlich nur noch Vantage sein. Warum? Ich denke, diese kleine Figur auf der letzten Tagebuchseite sieht Vantage hier in diesen geleakten Bildern relativ ähnlich, auch wenn wir hier zwischen Kind und Erwachsenen unterscheiden. Aber unter dem Stirnband, das kleine Pony, sehen wir links und rechts. Und das Stirnband selber ist ja hier auf der Legende auch eigentlich eindeutig zu sehen. Was es aber für mich sehr, sehr deutlich macht, ist die Sniper Rifle, die wir auf dem Tagebuch sehen. Und die ultimative Fähigkeit von Vantage ist ebenfalls eine Sniper Rifle, mit dem wir Gegner spotten können, wenig Schaden zufügen können tatsächlich, aber wirklich eher so eine Fähigkeit ist, wo wir Gegner spotten, Teamgröße feststellen, was für eine Legende, wie stark ist das Schild, welches Schild und so weiter und so fort. Und auch die taktische Fähigkeit, guckt euch das Icon mal an, ich mache es vielleicht mal ein bisschen größer, ist ein Vogel. Den Vogel können wir irgendwo hinschicken, der spottet so ein bisschen und wenn wir wollen, können wir zu diesem Vogel uns hinbewegen. Teleportieren wäre jetzt falsch, du bewegst dich, als würdest du oft zu dem Vogel fliegen. Quasi so eine Mischung aus aufklärender Legende und, ich sag mal, Movement-Legende könnte man fast sagen. Und oben links auf dieser Tagebuchseite sehen wir ebenfalls einen Vogel. Und auch in diesem Tagebuch kommt eine, ich sag mal, schon fast herzzerreißende Geschichte um einen Vogel vor, den sie rettet und später ist, weil sie Knast hat, keine Ahnung, das ist schon ziemlich strange, das ist makaber, aber es lohnt sich auf Twitter vielleicht, sich die paar Seiten mal reinzusehen. Ich versuche einfach mal dran zu denken, euch das zu verlinken, guckt euch die Seiten an, versucht euch das selber mal so ein bisschen zu übersetzen, ist auf jeden Fall ein interessanter Teaser, aber den Teaser bekommen die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht mit, weil sie auf Twitter vielleicht nicht unterwegs sind und so weiter, deswegen hoffe ich, dass in Zukunft Respawn sich wieder ein bisschen mehr Mühe gibt, In-Game-Teaser im Spiel reinknallt, das ist wirklich sehr, sehr rar geworden, seitdem die meisten Devs, die sich extrem gut um das Spiel gekümmert haben, nicht mehr da sind. Seitdem gibt es einfach diese interessanten Teaser, die man erstmal suchen muss. Nicht mehr, das finde ich sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, Raum für Spekulation für Season 14 gibt es, denke ich, legendtechnisch nicht mehr. Lasst mich wie immer in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.